In Offenbach kontrollieren die Polizisten Klaus Preis und Daniel Wenske ein getuntes Fahrzeug. Die beiden vermuten, dass es zu laut ist. Eine Geräuschmessung soll Klarheit bringen. Alles gut. 88 darf haben. 88 darf haben, wir haben gemessen. 87,4. Jawohl. Aber das war jetzt, Entschuldigung, 87,4, jetzt haben wir 95,2 gemessen. Ne? Was jetzt? Ja, weil Sie geschrien haben. Wenn Sie so schreien. Ach so, ja, jetzt, wie geil ist das denn? Seien Sie, was Sie trotzdem nochmal. Sie bekommen trotzdem eine Mängelkarte von uns. Dann führen Sie diese Papiere halt, das Auto und die Papiere bitte bei uns vor. Okay? Wenn Sie kurz aussteigen wollen, dann erklärt es Ihnen der Kollege noch. Und wir geben Ihnen da Zeit. Also wir sagen jetzt nicht, der muss sofort am nächsten Tag bei uns auftauchen. Die Lautstärke lag im Rahmen des Erlaubten. Aber es fehlen alle nötigen Unterlagen. Also, Mängelkarte. Mhm. Was wir haben, Radreifenkombination, Zulässigkeit nicht nachgewiesen, Fahrwerk, Auspuffkrümmer in Verbindung mit Endschalldämpfer, Hauptuntersuchung ist abgelaufen, Lenkrad, ZNN und den Führerschein haben wir gesehen. Mhm. Ausweis bekommen Sie auch wieder von uns. Ja. Ich hoffe, das blickt nicht weg hier. Bitte schön. Also ich muss sagen, wir finden das Auto beide richtig schön. Ja, ich hatte selber damals so ein Fahrzeug gehabt, ich hatte damals einen Scirocco 2 gehabt. Deswegen, und für das Fahrzeug, wie gesagt, ist echt schön, gefällt mir gut, kriegen Sie auch die Faust von mir. Alles klar. Dankeschön. Ja, tschüss. Ciao. Also so ein Fahrzeug, wie wir eben kontrolliert haben, so ein 2er Golf GTI, da geht uns halt beiden das Herz auf, weil sowas gibt es halt gar nicht mehr. Und auch richtig gepflegtes Fahrzeug. Finden wir echt gut. Also, wenn man Benzin im Blut hat, wie wir alle in der Einheit, wenn man so ein Auto noch antreffen kann heutzutage, ist echt schön. Kurze Zeit später kommt den Polizisten ein alter Bekannter aus der Offenbacher Tuner-Szene entgegen. Was ist denn? Ah, das ist das Ding. Fahr mal hinterher. War der bei uns gewesen? Nö. Fahr mal hinterher, wir halten immer an. Also wir haben jetzt ein Fahrzeug vor uns, den hatten wir sichergestellt, gab es ein M4 in Rot, von einem, von einem Tuner umgebaut worden. Und der war bei uns, der musste ein Gutachten machen lassen vom Auto, der musste zur Bündelungsbehörde, der musste zur Zulassungsstelle. Wir lassen die Fahrzeuge danach bei uns immer noch mal zur Überprüfung bei uns vorfahren. Und das hat er bis jetzt nicht getan. Und jetzt fragen wir ihn gerade mal, wo er hinfährt, weil es sind eigentlich nur noch Fahrten erlaubt zur Wiedererlangung der Betriebserlaubnis, das heißt zur Zulassungsstelle, zur Prüforganisation, zu uns, Fahrten in die Werkstatt. Fragen wir den Herrn einfach mal kurz, wo er denn gerade hinfährt. Vor allem mit dem Auto, das noch zumindest teilverändert ist. Ne? Genau. Da waren mehrere Umbauten dran. Viele waren eingetragen, das muss man sagen. Es waren richtig viele Sachen eingetragen. Aber auch die Abgasanlage war manipuliert. Und das haben wir ihm, wie gesagt, halt vorgeworfen. Ja. Unter anderem. Mal gucken. Sonst werden wir schon mal Stoppzeichen geben. Ja. Okay. Pass an. Pass an. Und ansonsten an der nächsten Ampel, wenn er es nicht sehen sollte. Der Flügel im Weg das ist. Blau noch an. Ja. Hat es? Nee, noch nicht. Auch wenn er rüberfährt. Ah, jetzt. Das ist immer ein Problem, wenn man so einen Heckflügel drauf hat, sieht man vielleicht die Anhaltssignale nicht. Ja? Soll ich gerade mal mit dem reden, weil ich ihn erkenne? Mhm. Heckspoiler sind bei Tunern nach wie vor beliebt. Damit sie auch erlaubt sind, müssen die Fahrer Gutachten und Bescheinigungen nachweisen. Hallo, ich grüße Sie. Hallo. Wir wollten mal kurz fragen, irgendwie, wo Sie gerade hinfahren. Wo ich hinfahre? Ja. Warum? Warum? Weil ich Ihnen ja gesagt hatte, das Betriebserlaubnis ist erloschen. Ja. Nur so wieder lange Betriebserlaubnis, heißt zum TÜV, Werkstatt, alles erledigt. Alles erledigt. Ja, ne. Würden Sie mir den Schein gerade mal zeigen? Ja. Ja? Das heißt, Sie waren. Echt, ich habe Abwehr ganz defensiv bereitet. Wunderbar. Also Sie wissen, dass wir uns mal vorbeikommen müssen. Das wissen Sie? Nee, das wissen Sie. Das habe ich Ihnen aber gesagt und Sie haben es schriftlich bekommen von mir. Ich habe es meinem Anwalt gesagt und der sagte, wenn ich alles erledigt habe und wenn die Bündelungsbehörde mir das geschickt hat, dann bin ich von der Bündelungsbehörde dann bei der Zulassung war. Richtig. Und habe das alles in Ordnung. Genau. Da soll ich ihm das nochmal mitteilen? Oder uns? Nee, ihm. Ja, okay. Weil er ist ja mein Ansprechpartner. Er sagt, er spricht mit Ihnen es über alles. Gibt aber der Hintergrund, warum Sie nur aus uns kommen müssen, ist, das sind die Absprachen der Zulassungsstellen, ja, dass wir das Fahrzeug nochmal sehen möchten, ob alles jetzt in Ordnung ist. Sie waren nicht bei uns gewesen. Wären Sie jetzt bei uns gewesen, hätten Sie uns erfahren lassen, überhaupt kein Problem. Nur es waren halt ein paar Sachen dran, die wollen wir ja gerne mal sehen. Ja. Ja.
Weil die Zulassungsstellen sehen halt das Fahrzeug nicht. Die sehen nur Sie, die Papiere und das war's. Ja. Die Bündelungsbehörde hat ja ganz die Brüder, aber die sehen auch das Fahrzeug nicht. Nee. Wir sehen. Der Spoiler ist jetzt eingetragen. Also Sie können, ich habe einen riesen Ordner. Ja, dann machen wir so. Wirklich, ehrlich, ich komme um 12 Uhr. Ich schaue jetzt gerade, ob das Fahrzeug. Um 12 Uhr. Ob der noch Suchergebnisse hat, das Fahrzeug. Ja. Ich schaue jetzt gerade das Kennzeichen, ob der noch Suchvermerke eingetragen hat. Weil der Herr, der ist uns bekannt, das Fahrzeug hatten wir schon bei uns, weil er Umbauten hatte, die so nicht genehmigt waren. Und ich schaue jetzt dann gerade nach über das Kennzeichen, ob der noch Eintragungen hat. Wenn er jetzt noch Eintragungen hat, weil er jetzt sagt, er hätte die 21er gefahren, also Einzelabnahme hätte die gefahren, dann würde das, wenn es nicht der Fall wäre, hier bei mir auftauchen. Dann hätte er noch einen Eintrag. Er hat aber keinen Eintrag mehr, also hat er irgendwas gemacht. Wenn Sie alles haben, haben Sie den Fahrzeugschein trotzdem dabei, dass ich weiß, dass ich erfahren dürfen und nicht jetzt hier mir irgendwas erzählen. Ich erzähle Ihnen nicht schon, ich habe Ihnen noch nie was erzählt. Na, alles gut. Na ja, doch. Erzählt haben Sie viel, nein, aber... negativ. Das muss ich verneinen. Ich wollte kurz was sagen, irgendwie ist immer praktisch, wenn man so einen Hexbowler hat, da kann man so ein Bier nämlich drauflegen. Entweder kommen wir drauf essen, Bier draufstellen. Bier draufstellen, deswegen heißt es auch Biertheke in Fachkreisen. Genau. Ja, genau. Ich kann mir auch noch so Löcher einbohren lassen, da kann man ein Gläschen reinstellen. Ja, genau, so Sektgläser oder irgend sowas. Genau. Hier ist das neue, jawohl. Aber wie gesagt, so ganz ehrlich waren sie nicht immer zu uns. Wir mussten suchen, dass wir das finden, was wir finden wollten. Ja, genau. Inzwischen steht alles im Fahrzeugschein. Sieht gut aus. Ich meine, wer liest denn den Hieroglyphenscheiß da? Wir. Wir lesen diese Hieroglyphen. Wir machen das. Am Gewindefahrwerk, was geändert, die Höhe nochmal neu abgemessen. Sehr gut. Und allen möglichen Schiss und Feuerstein. Okay. Also das schönste Auto der Welt, wenn man damit fahren kann. Ne? Alles gut. Okay. Haben Sie also die Handschuhe nicht, gell? Die Handschuhe auf dem Dach oben. Ja, genau. Alles klar. Tschüss. Schöne Donau, servus. Der Mann kann erst mal weiterfahren, muss sein Auto aber am nächsten Tag vorführen. Keine Schikane, wie Klaus Preis versichert. Der Tuner ist nicht unser Hauptangriffspunkt, oder das ist nicht unser Hauptziel. Wenn einer sein Auto individualisiert, weil er das einfach schick findet, was wir dann aber auch schick finden, und es ist alles okay, und es ist nichts Großartiges zu maßregeln, ja, dann feiern wir den genauso. Wir hatten schon wunderschöne Autos bei uns in der Kontrolle. Und da war alles okay, alles super, und dann haben wir den gefeiert. Na, dann kriegt der mal die Faust von uns. Hauptsache, das Auto ist trotz aller Ausbauten verkehrssicher. Klaus Preis und Daniel Wenske haben noch einige Stunden Streife vor sich. Und sicher noch das ein oder andere Poserfahrzeug.